herzlich willkommen zum Rückblick auf den Knockout-Sprint, der bei herrlichem Sommerwetter in Burgdorf stattfand. Nachdem diese spezielle OL-Disziplin für einige Jahre vom Radar verschwunden ist, feiert sie in dieser Saison die Rückkehr in den Weltcup. Außerdem wird sie als offizielle Disziplin Teil der OL-Weltmeisterschaften 2020 in Dänemark sein. Nach dem Qualifikationslauf in jeweils drei Heats und dem Viertelfinale mit gegabelter Strecke wurde es Zeit für die Halbfinals ohne Gabelung. Aus jedem Rennen qualifizierten sich die drei ersten Athleten für den Final. Der erste Halbfinal war eine gute Mischung aus drei erfahrenen Athleten, welche alle am EM-Sprint im Tessin im Einsatz waren, und drei jungen Läufern, wobei Timo Suter gewöhnlich noch in der Juniorenkategorie läuft. Andreas Rüdlinger übte von Beginn weg Druck auf die frisch gebackenen Sprint-Europameister Matthias Giburz und Daniel Hubmann aus. Bei Rennhälfte verschaffte sich auch Timo Suter einen Platz an der Spitze des Feldes. In dieser Zeit war Daniel Hubmann etwas in der Defensive, verlor aber den Kontakt zur Spitze nicht. Am Ende gelang ihm die Aufholjagd, Giburz und Hubmann zeigten ihre ganze Routine, während sich Timo Suter den dritten Platz im Sprint sichern konnte. Der zweite Halbfinal war gespickt mit jungen Athleten. Als einziger erfahrener Läufer war Florian Howald am Start. Der einzige Nicht-Kaderläufer im Feld, Janis Schönleber, mischte von Beginn weg vorne mit. Er hat sich kürzlich dank guten Testläufen für die Studenten-WM in Finnland qualifiziert. Eine Tempoverschärfung von Thomas Kuriger bei Rennhälfte forderte mit Joey Hardon ein prominentes Opfer. Kuriger, Howald und Schönleber konnten sich während dieser Phase vom Rest des Feldes absetzen. Ihr Vorsprung auf den viertplatzierten Ricardo Rankan war so groß, dass sie am Ende das Tempo sogar noch etwas drosseln und Kraft für den Final sparen konnten. Der erste Frauenheat war ebenfalls eine bunte Mischung aus jüngeren und erfahrenen Athletinnen. Die Juniorin Simona Abersold brachte schon mehrmals den Elite-Läuferinnen das Fürchten bei, zuletzt an der EM im Tessin mit einer Bronzemedaille über die Mitteldistanz. Mit Anja Abter und Laura Rammstein waren auch zwei Athletinnen dabei, die zwar in der Schweiz wohnen, international aber für Österreich an den Start gehen. Bereits zu Beginn des Rennens konnten sich die drei Nationalkader-Athletinnen Abersold, Hauswirt und Jänzer leicht von ihren Konkurrentinnen absetzen. Diese Lücke wuchs im Laufe des Rennens kontinuierlich. Schlussendlich passierte Abersold die Ziellinie als Siegerin, gefolgt von Jänzer und Hauswirt. Das zweite Heat war gespickt mit bekannteren Namen, wobei man sich an den Namen Jakob bei der frisch verheirateten Julia erst einmal gewöhnen muss. Die jüngeren Athletinnen im Feld versteckten sich zu Beginn des Rennens keineswegs und so blieb die Gruppe für längere Zeit kompakt beisammen. Im Mittelteil der Bahn mussten die Konkurrentinnen von Judith Wieder aber mit anderen Routenwahlen versuchen, das Tempo der Bernerin zu kontern. Am drittletzten Posten erschien dann plötzlich Elena Roos an der Spitze des Feldes, dicht gefolgt von Julia Jakob und Judith Wieder. Somit setzten sich am Ende trotz langer Gegenwehr die drei Favoritinnen durch. Nach einer kurzen Pause folgte die mentale Vorbereitung auf den Finallauf. In diesem Rennmodus erhielten die Läuferinnen und Läufer 20 Sekunden vor dem Startschuss drei verschiedene Streckenanfänge und mussten sich für einen entscheiden. Bei den Herren galten die beiden Sprint-Europameister Daniel Hubmann und Matthias Giburz als Favoriten. Schönleber und Suter waren die Überraschungen auf der Startliste. Als ich die Karten gesehen habe, die drei verschiedenen, ich bin gerade knapp fertig geworden, in den 20 Sekunden überhaupt anzuschauen. Und dann habe ich mich einfach für die einfachste entschieden, weil ich das Gefühl hatte, dann mache ich sicher keinen Fehler. Vielleicht bin ich dann halt 5 Sekunden zurück, aber das hat mir irgendwie am sichersten gedacht. Das Tempo war von Beginn an sehr hoch, was auch der Sieger Giburz bestätigte.
Jani Schönleber ist gerade vorne weg eigentlich und hat schon gerade 10-15 Meter gehabt, ist ziemlich schnell gestartet. Und dann kurz vor dem Eis sind wir ein bisschen näher gekommen und dann hat eben gerade das Gabelungssystem angefangen und dann bin ich vorher gesehen auf meiner Variante, der Flo Hofwald hat noch das Gleiche gehabt. Und dann habe ich versucht, ja, Druck zu machen, ich wusste, jetzt geht es, ja, eigentlich an Sieg gemacht. Und dann bin ich schon aus dieser Gabelungsvariante als schnellsten rausgekommen. Und dann habe ich gemerkt, ich habe einen Vorsprung und ja, dann musste ich kämpfen, aber habe den gut durchgebracht. Am Ende blieb dem überragenden Keyboard sogar noch Zeit, den Fans im Zieleinlauf zuzujubeln. Hinter ihm folgten Daniel Hubmann auf Platz 2 und Florian Hofwald als Dritter. Den Außenseitern fehlte am Schluss die letzte Energie, um für die ganz große Sensation zu sorgen. Sabine Hauswirth, die wegen einer langwierigen Verletzung erst kurz vor der Heim-WM auf die Wettkampfbühne zurückkam, verzichtete auf einen Start im Final. Für sie rutschte die schnellere der beiden Halbfinal-Viertplatzierten, Deborah Stadler, nach. Sie war als einzige Nicht-Kaderathletin mit neongelbem Dress am Start. Das Feld zeigte sich zu Beginn des Rennens sehr geschlossen. Auch die verschiedenen Gabelungsvarianten konnten keine großen Unterschiede herbeiführen, womit bei Rennhälfte immer noch alle 6 Athletinnen zusammen unterwegs waren. Zu Posten 9 folgte dann eine längere Routenwahl. Zum Posten 9 war ich voraus. Also ich habe dort den 8 als erstes gestempelt, musste entscheiden, was ich für eine Route nehme. Es war noch schwierig, ich hatte das Gefühl, sie sind recht gleichwertig. Ich habe mich für oben durch entschieden und plötzlich war ich allein. Und dann hatte ich schon so ein Moment, als ich leer geschluckt habe und gefunden habe, ui, scheisse, jetzt habe ich mich falsch entschieden. Und ja, ich musste die Konsequenz davon tragen und einfach wirklich alles geben. Und so waren wir plötzlich gleichzeitig mit dem 9. Posten gewesen. Und dann hat das Rennen nochmal von Anfang an gestartet und ich musste nochmal Gas geben. Kurz vor dem Ziel griff Judith wieder ein letztes Mal an und konnte Elena Roos gerade noch abfangen. Die Tessinerin lief auf dem 2. Rang ein, vor der drittplatzierten Jakob. Auch die 3 weiteren Finalistinnen blieben bis zum Schluss auf den Fersen der Spitze. Die Erfahrungen aus diesen verschiedenen Laufmodi werden an die International Orienteering Federation IOF weitergegeben. Wir dürfen gespannt sein, wie das Knockout-Format in Zukunft aussieht. So oder so, das Swiss Orienteering Team wird bereit sein.